Ihr Opel-Partner im Erzgebirge. Autohaus Zimpel in Zschorlau und Bad Schlema. Innovative Neuwagen. Ein hochmotiviertes Team. Und über 200 Gebrauchtwagen ständig zur Auswahl. Das alles nur für Sie, unsere zufriedenen Kunden. Sie wollen auch dazu gehören? Dann besuchen Sie uns in Zschorlau und Bad Schlema. Autohaus Zimpel, Ihr Opel-Partner im Erzgebirge. Bei Kauf eines Crossland X, Mokka X oder Grandland X erhalten Sie zusätzlich zu unseren attraktiven Hauspreisen Zugaben im Gesamtwert von 1.300 Euro. Jetzt bei Zimpel Probefahren. Der Freitag bei RTV Kompakt mit diesen Themen. Gegen Langeweile, Märchentage in Annaberg-Buchholz. Gegen Zerstörung, Wahlkampf im Erzgebirge. Und gegen Unkenntnis, Traditionelles in Krottendorf. Glück auf, hier sind die Nachrichten zum Wochenschluss. Gut, dass Sie da sind. Unverhoffter Geldsegen in Schwarzenberg. Da glaubten in den Mittagsstunden des Donnerstags zwei Passanten der Bahnhofstraße ihren Augen kaum. Auf dem Gehweg lag eine größere Menge Euroscheine im Gesamtwert von mehreren tausend Euro einfach so herum. Die ehrlichen Finder, eine 22-Jährige und ein 35-Jähriger, nahmen das Geld an sich und eilten zur nächstgelegenen Bank. Von dort aus wurde die Polizei informiert. Ein Verdacht auf eine Straftat besteht aber nicht, hieß es von dort. Darum wurde das Geld an das Fundbüro der Stadtverwaltung Schwarzenberg weitergegeben. Das hätte sicherlich ein märchenhafter Urlaub werden können für die beiden. Aber ganz klar, die Erzgebirge sind eben ehrliche Lumpen. Märchen oder zauberhaft, diese beiden Attribute können wir momentan auch hier im Erzgebirge mehrfach verwenden. Einer der Gründe ist das internationale Märchenfilmfestival Fabulix, dessen Geist gerade über der Kreisstadt schwebt. Von dort hat Mario Totzauer viel zu erzählen. Von den Stadtwerken da selbst. Udo Moritz, Kai Aschermann und Anke Handlitz, die Kämmerin der Stadt. Ja! Ein Applaus und Streit über den roten Teppich. In Annaberg-Buchholz läuft bis Sonntag das erste internationale Märchenfilmfestival Fabulix. Der Auftakt des fünftägigen Märchenfilmspektakels war am Mittwochabend auf dem Annaberger Markt. Nach dem Eintreffen der etwa 50 Ehrengäste über einen roten Teppich nach dem Vorbild großer Festivals, angekündigt von Magister Jörg von Winterfeld, begann Punkt 18 Uhr die Bühnenshow mit dem Einspiel des Fabulix-Trailers auf der etwa 9x5 Meter großen Leinwand. Anschließend verzauberten kleine Feen mit einer Tanzvorführung das Publikum. Nach dem Tanz betrat die Moderatorin des Abends, die Journalistin Prinzessin Alexandra zur Lippe, die Bühne und führte professionell durch das Programm. Kurze Interviews mit Christel Bodenstein, der Prinzessin Tausendschön aus dem DEFA-Märchenfilm Das singende klingende Bäumchen und Pavel Travnicek, dem Prinzen aus dem Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, versetzten das Publikum in Verzückung. Beide Stars hatten es sich nicht nehmen lassen, an der Eröffnungsveranstaltung teilzunehmen. Auch der beliebte Schauspieler, Sänger und Entertainer Michael Schanze befand sich unter den Ehrengästen, ebenso wie Schauspieler, Musiker und Sprecher Christian Steyer sowie Ben, dem bekannten Sänger und Fernsehmoderator des Senders Kika. Am Tag danach stand bei den Kindern der sehr beliebte Kikamann selbst mehrfach als Moderator auf der großen Fabulix-Bühne. Wir haben ihn gefragt, wie er die Idee des Märchenfilmfestivals findet. Also anfangs fand ich sehr mutig, als ich davon gehört habe.
So, das war das erste Anschreiben. Da habe ich gedacht, ein Märchenfestival international vorzuknallen, ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne, wo man denkt, so, okay, wo findet das statt? Hier im Erzgebirge. Ich so, wow, okay, jetzt geht's los. So. Aber es gibt ja viel Filmkurs, auch im Kinderbereich gerade. Ne? Also, das ist halt da Chemnitz und die ganze Richtung. Da gibt es ja viele schöne Projekte. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist so besonders und es hört sich so anders an, ich komme. So, ich mache mit. Dann hatten wir so kleine Kommunikationsschwierigkeiten, weil alle sehr aufgeregt waren. Die waren das ja auch das erste Jahr, ne? Und ich habe immer nur so zurückgeschrieben, ja oder nein, geht, geht nicht. Und dann bin ich gestern, also erstmal wirklich, das passiert mir auch relativ selten, von einem richtig schicken Auto abgeholt worden, gebrandet mit Fabulix, bin hier angekommen und habe diese Bühne hier gesehen, was nun wirklich High-End ist. Also hier könnte jetzt auch Andrea Bocelli auftreten oder die Toten Hosen. Also das ist wirklich vom Allerfeinsten gemacht. Hier wurde A, echt eine Menge Kohle in die Hand genommen und zweitens ist es einfach so gefüllt mit Liebe und den Menschen hier, die alle freiwillig so einen Gummi gegeben haben. Ja, da, also wäre ich schön blöd gewesen, hätte ich Nein gesagt, weil das hier zu erleben, also es kein Geschleime, es war wirklich toll, hier zu sein. Zurück zur Auftaktveranstaltung. Gänsehaut stellte sich beim Auftritt der jungen Thalheimer Sängerin Eleonore Briem ein. Mit viel Gefühl in Stimme und Ausdruck brachte sie bekannte Melodien aus Disney-Klassikern zu Gehör. Der etwa einstündigen Bühnenshow schloss sich die Aufführung des 2015 gedrehten tschechischen Märchenfilms Kronprinz an. Der bilderreiche Film des Regisseurs Karel Janák war erstmals in deutscher Sprache zu sehen. Im vergangenen Jahr erhielt er zum Kinderfilmfestival Schlingel den Europäischen Filmpreis. Auf dem Fabulix-Programm stehen insgesamt 153 Veranstaltungen, 78 Märchenfilmvorführungen, Filmpremieren, eine einmalige Ausstellung von Filmkostümen der berühmten Barrandov-Studios, der Besuch namhafter Schauspieler sowie ein hochkarätiges Fachsymposium zur Zukunft des Märchenfilms. Für den märchenhaften Rahmen sorgten rund 40 spannende Workshops sowie zahlreiche Lesungen von Prominenten. Neues in kompakter Form am Freitag. Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge ist einer von 6 Begleitorten der 4. Sächsischen Landesausstellung Industriekultur im Jahr 2020. Am Freitag hat Kunstministerin Dr. Stange die Einrichtung besucht und einen Zuwendungsbescheid übergeben. Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge wird als Schauplatz Kohle die Leitausstellung flankieren und die Bedeutung der Kohlegewinnung für die Industrialisierung Sachsens präsentieren. Wir berichten demnächst ausführlich. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich hat am Mittwoch das Westerzgebirge bereist. Erste Station war das Eisenwerk Erla. Begleitet wurde der Wirtschaftsminister von der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Lang aus Schwarzenberg, die sagte: Nur wer sich vor Ort über die Erfolge und ebenso die Sorgen der mittelständischen Unternehmer informiert, kann die Wirtschaft und somit viele Arbeitsplätze im Erzgebirge gezielt stärken. Auch ein Besuch der Firma Strüder in Schneeberg stand auf dem Besuchsprogramm. Gesprochen wurde über aktuelle Mittelstandsthemen wie Fachkräftemangel, Investitionen oder regionale Versorgungssysteme. Zu Ende ging der Tag mit den Förderkreismitgliedern des FC Erzgebirge Aue. Da bekam Dulich vom Förderkreisvorsitzenden Manfred Jahn und Vorstandsmitglied Hans-Ulrich Bienert ein persönliches Veilchentrikot überreicht. In Stolberg beginnt am Montag der Neubau von Parkplätzen im Bereich Brückenstraße 2 und 3. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 6. Oktober.
Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf insgesamt 71.000 Euro. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau-Fördergebiet Kernstadt erfolgt eine Bezuschussung durch den Bund und den Freistaat Sachsen in Höhe von ca. 47.000 Euro. In Schwarzenberg trafen sich am Mittwoch die Partner eines Seniorennetzwerkes zum zweiten Mal zu einem runden Tisch. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung der Netzwerkpartner. Außerdem wurde auf den zweiten landkreisweiten Begegnungstag für Menschen mit und ohne Behinderung im Erzgebirgskreis hingewiesen, der am 26. August nach Schwarzenberg einlädt. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr warten unter dem Motto »Mitten im Leben – Spiel, Spaß und Sport für alle« auf dem Gelände der Ritter-Georg-Sportstätte in Schwarzenberg rund 60 Angebote. Die Stadt Schwarzenberg hat eine zentrale Koordinierungs- und Beratungsstelle für ältere Menschen aufgebaut. Dafür wurde sogar eine neue Personalstelle geschaffen. Auf der städtischen Internetseite schwarzenberg.de können in der Rubrik Leben unter Soziales und weiter unter Senioren Informationen zu der Koordinierungsstelle eingesehen werden. Die Mauerkrone der Talsperre Sosa wird am 1. September feierlich für jedermann geöffnet. Der Fußweg über die Mauerkrone wird ab dann frei zugänglich sein. Der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung, Heinz Gräfe, sagte vorab, das ist ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung eines sanften Tourismus in der Region. Der Staatsbetrieb hat in der Vergangenheit schon mehrere Mauerkronen seiner Talsperren als Fuß- bzw. Wanderwege für die Öffentlichkeit freigegeben. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Räucherkerzen sorgen in der Weihnachtszeit für den passenden Duft. Ein Zentrum der Räucherkerzenherstellung ist seit jeher das erzgebirgische Krottendorf. Um darauf aufmerksam zu machen, ziert den Ort ab jetzt die größte Räucherkerze der Welt. Die Krottendorfer Räucherkerzen GmbH hatte sie als Blickfang für das neu entstehende Räucherkerzenland im Gewerbegebiet in Auftrag gegeben. Der rauchende Koloss wurde in Schiffsskelettbauweise gefertigt und besteht aus 8 Einzelteilen, die jeweils ca. 400 Kilogramm wiegen. 8 Wochen lang hatte das Team von Mario Günther in der Werkstatt der Langenberger Firma Massivholzdesign getüftelt und gebaut, sagte der Geschäftsführer der Krottendorfer Räucherkerzen GmbH, Mirko Paul. Mario Günther und seine Mannschaft sind sehr kreativ und perfekt aufgestellt für solche Sonderaufträge. Die Räucherkerze hat nach ihrer Fertigstellung eine Höhe von ca. 15 Metern und beherbergt zukünftig das Räucherkerzenmuseum, das zum Räucherkerzenland gehört. Eine Besonderheit ist die 2,60 Meter hohe leuchtende Spitze, die ein Glühen der Räucherkerze simulieren soll. Von außen wird das Holzskelett mit Folie ummantelt. Damit müsste es die weltgrößte Räucherkerze sein. Uns zumindest ist nichts bekannt, dass bereits an anderer Stelle ein solches Riesenräucherkerzchen entstanden ist, sagte Geschäftsführer Mirko Paul. Das eine entsteht, anderes wird abgerissen. In Thalheim kommt der Abbruch der ehemaligen Strumpffabrik von Bruno Neukirchner an der Robert-Koch-Straße voran. Mit dem Gebäude verschwindet ein Stück Strumpfgeschichte der Dreitannenstadt. Zu DDR-Zeiten lief diese Fabrik unter dem Namen Strumpfkombinat Max Roscher oder auch Buntsocken Max Roscher Thalheim. Hier wurden im Dreischichtsystem Herrensocken und orthopädische Stützstrümpfe produziert. Nach der Wende gab es noch klägliche Versuche, eine Strumpfproduktion aufrechtzuerhalten, was aber nicht gelang. In Bad Schlema hat die Radon-Bibliothek neue Räume im Karl-Aurand-Haus bezogen. Am Donnerstag wurden die neuen Räumlichkeiten auf der Professor Dr. Rajewski-Straße 4 präsentiert. Vorausgegangen war der Umzug der Radon-Beratungsstelle des Landes Sachsen vom Karl-Aurand-Haus in das Rathaus Bad Schlema. Die Arbeitsgemeinschaft Euradon hat auf ihrer Frühjahrstagung beschlossen, dass die Radon-Bibliothek weitergeführt wird. In der Radon-Bibliothek schlummert ein wissenswerter Schatz, den es weiter zu erforschen gilt. Das Akkordeon erfreut sich bei Musikschülern einer wachsenden Beliebtheit. Diese Meinung vertritt Sven Kehrer. Der ist Musiklehrer und liebt das Akkordeon. Eines Tages, so glaubt er, werde es sogar wieder mit Klavier oder Keyboard gleich auf sein in der Gunst des Musiknachwuchses.
Gemeinsam mit Tim Böhm gehört Sven Kehrer deswegen nicht von ungefähr zu den Vätern der Schneeberger Harmonika-Gaudi. 2015 wurde erstmals aufgespielt. In diesem Jahr waren 10 Orchester nach Schneeberg gekommen. Für Sie ein paar Impressionen. Man mag ja von unseren Politikern halten, was man will, aber fair sollte man schon bleiben, gerade jetzt in der Wahlkampfzeit. Schließlich wollen sie mal auf höchsten Ebenen aktiv werden. Über das Ziel eines jeden Politikers schreibt Wikipedia: Politiker haben das Ziel, durch ihr Denken Probleme der Gesellschaft zu lösen und durch ihr Handeln Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Hierzu können Sie Ihre durch politische Ämter gesicherten Rechte nutzen, zum Beispiel bei Abstimmungen im Parlament. Außerdem können Sie durch Meinungsäußerung Einfluss nehmen. Zitat Ende. Meinungsfreiheit ist zwar auch für jeden hier in Deutschland garantiert, aber Entfernen und Verändern von Wahlplakaten zählen da nicht drunter. Rein rechtlich ist das sogar Sachbeschädigung. Seitdem im Erzgebirge die Wahlplakate hängen und die Großaufsteller der Parteien stehen, vergeht kaum ein Tag, ohne dass Schmierereien oder Zerstörungen bekannt werden. Entsprechende Vorfälle gab es zum Beispiel in Aue, Waschleite, Hormersdorf oder im Annaberger Raum. Wir haben den Kandidaten der CDU, den Landtagsabgeordneten Alexander Kraus, bei einem seiner Wahlkampftermine besucht und auf die Zerstörungen angesprochen. Alle Parteien haben das Problem, dass es mehr Zerstörungen gibt, als das in den Vorjahren der Fall war. Und das ist schade, weil ich finde, die politische Auseinandersetzung, die sollte man mit Argumenten führen und nicht mit Gewalt und mit Zerstörungswut. Gefallen lassen, nach dem Motto Augen zu und durch, oder etwas dagegen tun. Wir erstatten Anzeige dagegen, gegen solche Vorgänge. Und ich kann auch sagen, die Bürger unterstützen uns zum Glück auch, indem sie eben auch mal Hinweise geben bei der Polizei, wo solche Straftaten auffallen. Wir haben da mittlerweile einen auch schon habhaft werden können und das ist gut so. Prinzipiell bleibt festzustellen, dass der Wahlkampf hier im Erzgebirge im Vergleich zu früheren Bundestagswahlen deutlich aggressiver geworden ist. Erinnern wir uns an den Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor kurzem auf dem Annaberger Markt. Alexander Kraus erlebte das Ganze von der Bühne aus mit. Ich würde mir wünschen, dass wir respektvoller miteinander umgehen. Es gibt manche, die glauben, sie haben nur Recht. Ich finde aber, in der Demokratie kann es verschiedene Meinungen geben und die muss man aushalten. Und da muss man dann mit Anstand und Respekt miteinander umgehen und nicht, indem man Plakate runterreißt, rumpfeift oder sich daneben benimmt. In 4 Wochen, am 24. September, wählen wir einen neuen Bundestag. Wir sollten das mit Anstand tun. Zum Schluss der Kompaktwoche habe ich noch Veranstaltungstipps. Aller guten Dinge sind 3. Klavierfantasien und Gesang im Zwiegespräch erwartet die Gäste der Stolberger Meisterkonzerte im August. Liederabende mit Heike Weiß, Sopran, Claudia Schmiedl, Mezzosopran und Is John Cern, Pianistin, sind ein besonderes Ereignis. Am 26. August 16.30 Uhr musizieren die 3 im Karl-von-Bach-Gymnasium Stolberg. Das Finale der Castingshow Erzsi-Star 2017 wird am Sonnabend zum Stadtfest in Schopau vollzogen.
Zum krönenden Abschluss der diesjährigen vierten Staffel werden die Finalistinnen von 15 bis 17 Uhr auf dem Neumarkt alle noch einmal zwei Songs präsentieren. Die Jury, unter anderem Stereo Act und Toni, wird ein letztes Mal ihre Stimme vergeben. Zum Abschluss der Finalshow in Zschopau wird feststehen, wer sich Erzi-Star 2017 nennen darf. Und die Sonderkurse von Holzbildhauer Michael Rössel-Rothe haben an sich immer Hand und Fuß, doch diesmal sogar wortwörtlich. Der gleichnamige Workshop für erfahrene Schnitzer findet am 2. September von 8 bis 16 Uhr im Schloss Schwarzenberg statt. Das Gestalten der Hand und des Fußes stellt für viele Schnitzer ein Problem dar. In dem Kurs am 2. September erlernen die Teilnehmer durch theoretische und praktische Unterweisung, dieses Problem zu überwinden. Lehrmeister Michael Rössel-Rothe geht dabei auch auf anatomische Zusammenhänge, wie beispielsweise Größenverhältnisse in Bezug auf den ganzen Körper ein. Interessierte Schnitzer werden gebeten, sich bei der Volkskunstschule unter Telefon 03774 178673 anzumelden. Vorkenntnisse im Schnitzen sind erforderlich. Die Kosten pro Person belaufen sich auf 30 Euro. Ein zweiter Workshop am 9. September zur gleichen Thematik ist bereits ausgebucht. Ja, und Sie sehen also, Ihr Wochenende ist gerettet und unseres beginnt jetzt auch. Übers Wochenende fassen wir die Themen der letzten Tage noch einmal zusammen. Los geht's am Samstag 20 Uhr. Aktuell ist natürlich wie immer auf erztv.de und bei Facebook. Und die Kollegin Schwenkfelder ist zwischen 7 und 0 Uhr im Magazin am Start, darin unter anderem Kellergerichte und Naturerfahrungen. Wird wirklich interessant. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Gut, dass Sie bei uns waren. Glück auf! Wetter und Tagesbilder werden Ihnen präsentiert von der musikalischen Früherziehung Riedl. Wir laden Sie ein zum 10-Jährigen. Samstag, 26. August, Sportplatz Auerhammer. Musikalische Früherziehung von A wie Aue bis Z wie Zwickau. Wetter und Tagesbilder wurden Ihnen präsentiert von der musikalischen Früherziehung Riedl. Wir laden Sie ein zum 10-Jährigen. Samstag, 26. August, Sportplatz Auerhammer. Musikalische Früherziehung von A wie Aue bis Z wie Zwickau.